Naja, hey, willkommen zur 39. Folge von Top 10 Clips of the Week. Und falls ihr einen nice Clip habt, sendet ein. Das Formular dazu ist wieder in der Beschreibung. Und auf Platz 10 ist ein Clip von Ellas und er gibt jemanden 4 Erz mit einem Bogen. Auf Platz 9 sind drei wunderschöne Combo-Clips von Cheat, Vexal und 3EQ. Es ist okay, ich mach tausend Lieder, doch baby, no way, seh ich dich nie wieder. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da bist. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da bist. Es ist okay, ich mach tausend Lieder, doch baby, no way, seh ich dich nie wieder. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da bist. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da bist. Sie ist eiskalt, eiskalt, ist nicht einfach, einfach. Sie will vorbeikommen, beikommen, macht ihr Leid so. Ich glaub, ich bin farbenblind, seh nur die Dunkelheit. Ich nehme alles in Kauf, das ist Born. Auf Platz 7 sind Erz von Flying, Seba, Fred, Kaido, Kairoal, Topflanze, 1 Autoklicker, Zux, Z Anonymous und Z Clivy. Und die Airheads sind wunderschön, besonders der am Airhead in BW. Stellt euch vor, ihr geht in BW, wollt einfach mal so stacken und dann gibt euch jemand Airheads. Damit rechnet man ja so gar nicht. Auf Platz 7 sind Bauclips von Addictes, Mulu und Velo auf 0. Und ich habe den Clip von Mulu ein bisschen gespeedet, weil er macht 244 Blöcke Godbitch, was insane ist. Aber der Clip wäre eine Minute lang, deswegen habe ich ein bisschen vorgespult. Aber es ist halt insane stark. Ich könnte nicht so lange kurz abusen. Also, ich weiß nicht, irgendwann tut die Hand auch weh beim kurz abusen, da muss man kurz absetzen, aber bei ihm anscheinend nicht. Wenn du mir nicht mehr vertraust. Ich frag, bist du down für mich? Ich bin down für dich. All die Zweifel, die du hattest, die bedeuten nichts. Ganz egal, wie oft ich sage, ey, du glaubst mir nie. So weit oben, ja, wir fliegen, doch wir fallen nicht. Ey, bist du down für mich? Ich bin down für dich. Ey, das Letzte, was ich will, ist, dass dein Herz zerbricht. Ey, kein Plan hab, bis gerade alles nur eine Phase ist. Wenn wir heute mal nichts machen, bin ich fein damit. Auf Platz 6 ist ein Clip von All of Me und er nutzt einen Bug oder ein Feature aus auf der Map Candice in Bedwars. Und ich habe früher auf der Map mein Bett immer mit Ender Chests etc. zugebaut, also hatten die Gegner keine Chance mehr. Aber es gibt einen Bug, wo man das einfach nicht braucht, wo man einfach ins Bett geht, ohne den normalen Weg zu gehen. Okay, ich bin bei denen oben auf dem Dach und die haben mich nicht bemerkt, okay. Jetzt müssen wir einfach nur hier hin und... Ja, ich bin durch. Digga, was haben die hier gemacht mit dem Glowstone? Egal. Ich hab's Bett. Auf Platz 5 sind Clutches von Mr. Nock, YouTube, Nasenloser, Silberschwimmer 2 SA und Kolze. Und wir haben eigentlich nur Clutches mit Klicksounds reingenommen, weil bei Clutches ist echt das Problem, dass sehr viel reinschieten. Und mein Stream und ich haben da versucht, relativ viel auszusortieren. Also wir hatten noch sehr viel mehr Clutches. Aber wir haben da sehr viel runtersortiert. Also bei Clutches sind eigentlich Klicksounds sehr wichtig. Ah, ne, der hat die Jahres gekauft. Auf Platz 4 sind Obitraps von BTXGRG, HundeTV, MarkMax und Philipp. Oh mein Gott, Obitraps sind toll. Es gab gestern ein Turnier auf World Pixels und da habe ich X-Ferrero geobitrapped, das war schön. Vielleicht kommt da unten auch ein Clip. Er war zwar AFK, aber ich habe ihn geobitrapped, das ist das einzige Wichtige. Augen wie ein Engine.
Auf Platz 3 ist ein Clip von Bin Luki und er nutzt die automatischen Brücken auf Gomme und trappt damit jemanden. Auf Platz 2 sind insane coole Bauclips von Tranduil, Nico und The Silent One. Und besonders der Clip von Nico, er macht einfach so ein Godbridge mit zwei Lines gleichzeitig. Ich kann das gar nicht, ich kann das Aim dazu nicht, ich finde das richtig, richtig nice. Das ist abwechslungsreich, super cooler Clip. Auf Platz 1 ist ein Clip von Ploppy und der zeigt halt, warum das Wolf's Younger Kid auf Gomme das beste Skywars Kid ist. Das war's mit Top 10 Clips of the Week. Ich hoffe, euch haben die Clips gefallen. Mir hatten die richtig gut gefallen. Es war wieder Abwechslung. Es war wieder eine echt gute Folge. Und jetzt kommen noch zwei Bonusclips von Hulk und Straftaten. Ich